wir waren da immer auf Augenhöhe und das ist auch das, was so die Liga, was die Liga ausmacht. Es sind die Momente. Dresden hat in den letzten drei Spielen immer die Momente auf der eigenen Seite gehabt. Wenn ich ans letzte Heimspiel denke, da haben wir 20 Minuten Dresden bespielt. Die sind gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Und mit einem gut gespielten Konter, natürlich auch ein Fehler von uns mit einem Fehlpass, kriegen wir das 1-0. Und ab dem Zeitpunkt war es unheimlich schwer, weil sie mit einer Fünferkette und vier Mittelfeldspielern davor dann auch sehr gut verteidigt haben. Und wir sind nicht mehr rangekommen. Und das sind diese Momente, die wir gerne jetzt mal auf unserer Seite hätten. Und da sprechen wir jetzt ja auch wieder über Kiel und Bielefeld. Da haben wir unsere Momente auch nicht genutzt. Also sowohl in Kiel, ich sag mal, zwei Pfostenschüsse und schon eine hundertprozentige Chance, wo Marco Sagis anschießt. Der Ball wäre ja reingegangen. Machen wir kein Tor und da hätten wir auch in Führung gehen können in Kiel. Und dann sind das natürlich auch wieder andere Spiele. Wenn man mal in Führung geht und der Gegner kommt und man auf einmal Räume hat, diese Momente, die müssen wir nützen und erzeugen. Das ist natürlich das Allerwichtigste.